Oh Gott. Es ist Pupo Tentakel mit Herzen. Das passt nicht, Leute. Das passt nicht. Pupo Tentakel mit Herzen. Wer macht denn sowas? Wir sind schon bei 2 Getrieben angekommen. Grim Fandango. Die Remastered oder die mit Panzersteuerung? Hat die Remastered das auch? Weiß ich gerade gar nicht. Letztens stand da auch mal was anderes. Auch als du mich geratet hast. Grim Fandango. Auch ein weit, weit unterschätztes Spiel. Die Kartoffeln sind, ja. Leute, ihr müsst euch fortpflanzen. Was wollt ihr denn noch von mir? Tanksteuerung war Point and Click? Ja. Beim Original Grim Fandango, meine ich, war es Panzersteuerung. Genauso wie bei dem, also ich möchte nicht sagen Monkey Island 4, weil es gibt ja kein Monkey Island 4. Aber bei Monkey Island 4. Blind für mich, bisher schön gemacht. Ich finde es schön. Ich fand es schon vorher schön. Ich habe es im Original ohne Remastered, glaube ich, mal angefangen. Kein Maus-Support damals? Ich meine, nein. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war das früher pur Tank. Also, nix Maus. Ich bitte Leute, das könnt ihr mir nicht antun. Eine Planke noch. Kriegen wir die noch? Ah, hier kommen noch 2. Ah. Würde erklären, warum es die Tastenbelegung immer noch gibt. Ja, weil das ist original. Deswegen war es nicht so populär. Ich meine, das war einer der Gründe dafür, ja. Genauso wie so Monkey Island 4. Abgesehen der Grafik und allem anderen und dem extrem absurden Ende. Warum das auch nicht so populär ist. Weil es halt kein Point and Click mehr ist, sondern es ist halt mehr... Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Mir fällt kein netter Begriff dafür ein. Wollt ihr nicht schlafen? Normalerweise schlaft ihr um diese Zeit. Aber das Spiel, also Timberborn ist super süß gemacht. Muss man schon sagen. Gut, nachts kann man leider nicht so viel sehen. 3 Getriebe schon. War auch bei Baphomets Fluch 3 und 4 nicht so der Hit mit der Steuerung. Ist Baphomets Fluch 3 und 4 auch so in der Ära rausgekommen, wo man von 2D zu 3D gewechselt ist? Das ist ja ein wiederkehrendes Problem gewesen. Ja, also verhungern tun meine Freunde nicht. Überhaupt nicht. Englischer Name ist Broken Sword. Teil 3 hat zum Brechen viele Kistenschieberätsel. Boah. Ich mag Schieberätsel ohnehin nicht. Die sind immer überflüssig. Immer. Wenn man mal eins drin hat, dann kann man das ja noch irgendwie hinter sich bringen. Aber wenn es zu viele werden, dann weiß ich nicht. Dann wollen die Entwickler einen nerven. Okay. Ein Problem habe ich mit Timberborn. Das akzeptiert er nicht als Gehwegverbindung. Und das ist Kacke.
Für den ist das hier keine Gehwegverbindung. Ich muss hier tatsächlich ein Gebäude draufsetzen. Oder... Woher soll man das denn wissen? Du willst mich verkackeiern. Runterfallschutz laut der Bauverordnung. Ja, ja. Mhm. So 2 bis 3 waren ja noch okay gewesen. Kommt auf die Geschwindigkeit an. Wenn man eine Kiste nur einen Schritt alle 10 Sekunden verschieben kann, dann pennt man ein. Scheiße. Sicherheit geht vor. Ja, offensichtlich. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das Tutorial von Timberborn ist... Ich demonstriere. Du hast ein Hauptgebäude. Baue Wasser, damit die Leute trinken können. Baue Holzfällerhütchen, damit die Holz abnagen können. Und baue Sammlerhütten, damit die Beeren sammeln können. Dann kommt ein Fenster, da steht dann drinne. Jetzt sollten deine Biber etwas überleben können. Viel Spaß beim Spiel. Der Rest ist... Finde selber heraus, wie der Scheiß funktioniert. Das wird dir nicht erklärt. Es gibt doch keine Erklärung. Null. Es ist so, ja, friss oder stirb. Ah, es kommt bald schon die nächste Dürre wieder. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns weit bewegt hätten. Tutorials sind immer so eine Sache. Entweder sie nerven einen oder sie halten sich sehr zurück. Wie mehr banished. Ich weiß, dass das noch schlimmer ist. Ich kann mir vorstellen, die haben sich daran orientiert. Also, keine Ahnung. Wie ist es denn sonst so? Factorio für Biber. Also, man muss zugeben, ich habe, was Aufbauspiele angeht, sehr, sehr wenig Ahnung. Ich habe noch nicht viele gespielt davon. Aber der Axiom hat vorhin gesagt, das ist tatsächlich eher wie ein Anno mit ein bisschen Unterschied. Also weniger Factorio. Und die ganze Dammbaumechanik habe ich noch nicht ausprobieren können, weil ich auch noch keine Ahnung habe, was ich damit tatsächlich bezwecken kann. Außer mich wahrscheinlich selber töten, weil ich dann mein Dorf überschwemme oder so. Wir brauchen wieder mal... Jetzt ist wieder einer gestorben. Ich habe echt am Anfang dafür gesorgt, dass die Unterhaltung bekommen, womit die sich fortpflanzen könnten. Sie tun es aber nicht. Das heißt, meine Bevölkerung stirbt langsam, nur weil die sich nicht fortpflanzen wollen. Also eher Richtung Handel und Wirtschaft. Ja, es ist eher Aufbauen. Genau, es ist eher Aufbauen von Produktionsketten. Handel und Wirtschaft, du handelst mit niemandem. Es gibt niemanden. Außer dich. Also, du kannst mit dir selbst handeln. Das ist aber, glaube ich, weniger spannend. Wenn du Käufer und Verkäufer gleichzeitig bist, kannst du nur verlieren. Vielleicht sind alle Biber männlich. Das wäre der größte Witz, wenn das jetzt auch noch passieren kann. Moment. Gibt es eine Biberansicht? Gibt es eine Ansicht? Nee, ich brauche keinen Online-Bug-Tracker, danke. Gibt es denn einen Unterschied? Der ist schon 51. Nee, die haben kein Geschlecht, glaube ich. Die sind, glaube ich, geschlechterlos. Die sind geschlechterlos. Justin ist gegebenenfalls männlich, das kann sein. Das war übrigens ein Joke, kenne das Game ja nicht. Das war vielleicht ein Witz, aber
Es könnte ja sein, dass das passiert. Darf man ja nicht vergessen. Nicht, dass nachher genau das passieren kann. Dass die alle männlich sind und deswegen nichts passiert. Das wäre der größte Witz des Jahrhunderts. Aber das ist jetzt echt... Meine Bevölkerung stirbt aus, weil ich keine Kinder mehr hier kriege. Und das Problem ist, du hast irgendwann zu wenig Manpower oder Biberpower, um dein System am Laufen zu halten. Ja, ja, genau. Über Ice Age. Das war unser letztes Weibchen. Das ist doch Käse, Leute, hier. Ja, und jetzt haben wir in 3 Tagen wieder die Dürre. Ja, wunderbar. Gut, verhungern werden sie nicht. Definitiv nicht. Außer die Dürre ist jetzt 10 Tage lang. Verdursten sollten sie eigentlich auch nicht. Oh, es ist ein Junge. Wubul wurde geboren. Es gibt ein Jungtier. Es gibt ein Jungtier. Und es ist glücklich. Ey, gut, es hat keinen Spaß, aber... Oh Gott. Vielen Dank für deinen Gifted Sub, Gottgit. Gifted at Tier 1 Subtutime Master 444. Oh, dieses Text-to-Speech ist einfach nur kaputt. What the fuck, warum denn? Ja. Muss das immer ein Warum geben? Gibt's noch ein Jungtier? Oder zwei? Hauptsache, am gleichen Tag, wo einer geboren wird, stirbt einer an Altersschwäche. Oh, das ist plus minus null. Es ist sogar eigentlich, ist eigentlich schlechter, weil das Jungtier noch nicht arbeitet sofort. Jetzt kommt noch das Couchgemüse um die Ecke. Einen wunderschönen guten Abend. Wie lief eure Seefahrt? Great! Oh, schön mit, wie heißt es nochmal? Wie heißt das Pokémon nochmal? Was in die 3 geilen Pokémon verwandelt werden kann? Hier, 3? Sind wir noch 3? Evoli, das war's. Wie läuft es? Sagen wir mal so. Die erste Welt, die habe ich getötet. Die zweite Welt, die habe ich getötet. Bei der dritten Welt haben wir uns andere Karten angeguckt und uns entschieden, wieder zur ersten zurückzugehen. Und jetzt tötet das Spiel mich, weil die Wirtschaft läuft. Aber die Biber haben anscheinend keine Lust, deine Biber zu machen. Viele, viele gute Kills. Einmal richtig hart fertig gemacht worden. Aber das muss doch so sein, oder? So Spiele sind ja immer ein Geben und Nehmen. Also ich habe aktuell das Problem, es sterben 2 und es wird einer geboren. Ich glaube, das Problem erkennt ihr, oder? Von anfänglich 11 Bibern sind es jetzt noch 6 Erwachsene und ein Jungtier. Und ich glaube, die Erwachsenen sind auch alle schon steinalt. 53, 55... Oh, hier ist ein 19-Jähriger und ein 2-Jähriger. Also, naja, die könnten vielleicht noch Kinder zeugen. Die sterben alle bald. Die haben uns dann leider gespawn-killed. Ah, warum? Aber spawn-killen ist doch... Ist eigentlich immer das Beschissenste. Und die Jungtiere lassen sich nicht verkuppeln. Also, ich habe da keinen Einfluss drauf. Um die Biber dazu zu bekommen, dass sie
ja, ihre Flossen aneinander, ihr wisst schon, Bienchen und Blümchen und so, muss ich Dinge bauen, die socializing lassen. Also hier das. Lagerfeuer oder eine Dachterrasse. Ich habe beides. Aber das interessiert die nicht. Und wenn du dir das anguckst, soziale Kontakte ist plus 50. Also die sind plus 50 fruchtbar. Ich habe gerade keine Ahnung, was gibt denn noch Fruchtbarkeit? Gar nichts. Es gibt nichts, was ich noch machen kann. Also die sind schon besonders fruchtbar, aber irgendwie, das ist wahrscheinlich hier so ein Zölibat-Camp der Christen vielleicht. So richtig hart das Gehölz fällen zum Beispiel. Ja, sich gegenseitig an der Rinde spielen, das passiert halt nicht. Mal richtig den Stamm bearbeiten. Ach Leute. Oh je, oh je. Ja, die wollen halt keine Bäume fällen. Das wollen die nicht. Mal die Tannenzapfen ziehen. Vielleicht haben die zu wenig Privatsphäre. Die haben Häuser. Da sind die drinne. Also, was willst du noch mehr mit Privatsphäre? Vor allen Dingen, ich vermute mal, dass Wubul das Kind von Quanare und Ronro ist. Nee, Ronno. Also 52-jähriger, 19-jähriger läuft bei dir. Abend bauen wir ein paar Hütten, dann sollten die noch mehr Hütten. Mehr Hütten, als die brauchen. Und moin, Gubbel. Ich denke mal, dann hast du mehr Ahnung vom Spiel als ich. Sugar Biber. Am Ende ist das Game so aufgebaut, dass einem die Biber wegsterben müssen, damit man beim nächsten Mal das Gelernte mitnimmt. Nee, das ist kein Roguelite. Das heißt, noch mehr Hütten bauen. Oder auch mehr Hütten erforschen. Roguelike-Aufbauspiel. was nicht alles gehen würde, ne? Also wenn ich jetzt mehr Hütten baue, ne, und da wird jetzt sofort hier Bunga Bunga gemacht, ne, dann flieg ich, weiß ich nicht wohin. Einfach weg. Help me, Step Biber, I'm stuck in the dam. Nee, kein Roguelike. Anno und Co. ist ja auch so aufgebaut, dass man auch mal fällt und dann eine neue Map spielt. Das habe ich ja gemacht, also das System hier ist ja jetzt schon durch mehrere Fehlschläge gebaut, ne? Aber ja, trotzdem irgendwie. Nee, aber ist wie bei allen solchen Spielen, in leeren Hütten ziehen welche ein und machen Kinder. Ja, aber wie sollen denn noch mehr Leute... Also ich habe jetzt bald mehr Wohnfläche als... Naja... Es wäre ja schön, wenn jetzt so 3 oder 4 geboren werden. Das ist noch einer gestorben. Ist noch einer gestorben. Oh, nee. Na komm, dann kommt jetzt auch noch eine Hütte hin und dann haben wir das. Wir haben ja auch kein Holzproblem. Wenn aber was zu bringen, die leeren Hütten? Nö. Hab schon 2 Geburten. Das muss ich mir dann für den nächsten Run merken. Broko wirft Steine in den Raum. Vielen Dank, Broko. Aus dem Lurk. Du hast davor noch gar nichts geschrieben, oder? Ich erinnere mich nicht daran, dich gelesen zu haben. Jetzt haben wir eine 6 Tage Dürre. Huch, ich habe das Spiel getappt. Entschuldigung. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir
dass wir eine Dürre haben mit wenig Bibern, dann verbrauchen die auch nicht so viel Wasser. Das ist tatsächlich ein Vorteil. Das ist alles pausiert. Dann gucken wir mal, ob hier noch was zu ernten ist. Ja, und das ist jetzt halt dort in 8 Tagen. Keine arbeitslosen Biber im Distrikt. Ja, weil alle tot sind oder wie auch immer. Bauernhaus. Grill. Ey, du machst mal Pause. Essen haben wir hier noch. Lass jetzt mal Beeren pflücken. Ich habe mitgeratet und musste kurz mal die Fenster aufmachen. Dass du mitgeratet hast, konnte ich mir dann denken. Aber ich wollte nur sicher gehen, dass ich dich nicht überlesen habe. Amsterrad bzw. Biberrad. Ja. Habe ich mich aber noch nicht für entschieden, das mal zu nutzen, weil es bringt nicht viel Energie und es blockierte die ganze Zeit einen Biber. Also, irgendwer ist geboren worden. Einer ist erwachsen geworden und einer wurde geboren. Yes. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, Leute. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Immerhin bleiben die Raider auch mal. Hab schon Raids von 50 plus gesehen und nach 5 Minuten waren alle wieder weg. Da bin ich auch sehr dankbar für. Also an jeden, der auch im Hintergrund einfach vor sich hin lurkt und sich denkt, guck ich mal dem Idioten dabei zu, wie er seine Biber an die Wand fährt. Vielen Dank dafür. Ihr wollt's wissen. Alle wollen, dass ich das Spiel spiele. Wenn Kinder erwachsen werden, ziehen sie aus und nehmen sich eine Hütte, wenn Platz ist. Du kannst die Geburtenrate beeinflussen, damit du nicht zu viele Bürger hast und eine Hungersnot hast. Das kann sogar tatsächlich sein. Okay, guck mal. Zukünftiges Ehepaar. Also, ich hoffe zukünftig. 16 und 5 ist grenzwertig. Ja, was heißt, es ist übergrenzwertig. Haben wir... Wir haben keine arbeitslosen Biber. Ich hoffe inständig. Ach, noch ist es einer gestorben. Wir sind wieder 6 Biber. Yay! Ich hoffe inständig, dass wir es noch bis zur nächsten... durch die nächste Dürre hier schaffen. 68 Wasser, 3,5 Tage. Schwierig. Schwierig, schwierig. Das ist... Die dritte Dürre ist die, die mir bis jetzt immer das Leben kaputt gemacht hat. Weil ich nie schnell genug den großen Wassertank bauen konnte. Dass wir da weiterkamen. Vielen Dank dafür, Time Master. 40.000 Punkte, uiuiui. Ja, wenn wir das nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. 19 Tage. Die anderen sterben, ist ja dann erstmal normal. Denke mal, dass das Sterben und neue Geburten sich ständig die Hand geben. Das sollte man meinen, dass das so ist, aber es ist jetzt gerade wieder jemand gestorben. Das Problem, also wir könnten die Dürre überleben, weil wir einfach keine, kaum noch Biber haben, die hier was trinken wollen. Ich weiß aber auch, dass wir, sobald das wieder vorbei ist und wenn wir es überleben, können wir uns erstmal komplett das Essen ignorieren. Wir haben nämlich viel zu viel davon. Und um alles andere kümmern. Doki Doki dann auch durchziehen. Hab's nur ein bis zwei Stunden oder so gespielt vor Ewigkeiten. Aber gut wird's wohl erst hinten raus.
Ja, das Problem ist, mir wurde ja dann gesagt, dass man da dichten und reimen muss. Und sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass ich gut da drin bin. Wir werden sehen. Das Game ist speziell. Ja, so viel habe ich auch gehört. Man muss nicht gut im Reimen sein. Gut, das schon mal. Das beruhigt mich. Das beruhigt mich sehr. Verfügt nicht über erforderliche Materialien. Ja, was heißt denn nicht erforderlich? Ich kann auch aktuell eh nichts machen. Außer da sein. So, der Bauernhof kann jetzt einfach mal Pause machen. Die Bärenbuden können auch Pause machen. Der Wissenschaftler, der kann gern weitermachen. Ist noch einer gestorben. Und einer ist erwachsen geworden. Jetzt haben wir noch 4. In diesem ganzen Dorf wohnen jetzt 4 Biber. Das ist einfach falsch. Aber wir könnten die Dürre, deswegen überleben wir die Dürre. Auch gut. Was? Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich kann nicht reimen, Kühlschrank. Moin, Alf. Ja, moin, moin, Abend, Nacht. Such dir was aus. Das Game ist beliebt wegen etwas anderem, aber das wird nicht verraten. Ich habe auch noch nicht viel vom, also heißt nicht viel, ich habe noch nichts vom Spiel gesehen. Ich bin tatsächlich mal gespannt. Ich weiß, dass es sehr düster sein soll und man soll es wohl nicht spielen, wenn man auch mit Probleme mit der Psyche hat und so. Habe ich zum Glück alles nicht, deswegen do it. Mal gucken. Auch wenn ich sagen muss, dass ich gerne darauf dieses Wissen verzichten hätte, weil das nicht meine Art von Game ist. Okay. So, die Pumpen sind... Ne, die Pumpen sind nicht besetzt. Pumpen besetzen. So, jetzt aber, Freunde. Jetzt. Komm schon. Das Wasser kommt. Und Pumpen. Erstmal den Tank wieder füllen hier. Das hatte ich tatsächlich bei einem Unrun eben. Ich hatte kein Wasser mehr. Die waren quasi am Verdursten. Aber beim allerersten Wasser, was wieder im Fluss war, kam die Nacht. Die sind ins Bett gegangen und sind alle verdurstet beim Schlafen. Anstatt die noch eine Stunde länger aufbleiben oder so. Dein Problem ist, das Alte der Biber, ohne über Nachwuchs nachgedacht zu haben. Darum immer neue Hütten bauen, damit Nahrung abgleichen, sodass keine Hungersnot entsteht. Ja, das ist jetzt etwas, was ich hier tatsächlich gelernt habe in dem Run. Dass ich viel mehr Hütten bauen muss. Und das gegeneinander abwiegen. Naja, man lernt ja nie aus, ne? Man lernt ja nie aus. Jetzt sind meine Biber nicht mehr so alt. Weil... Naja. Die sind alle tot, die Alten. Wir haben alle den Löffel abgegeben. Ab einem bestimmten Alter bekommen die keine Kinder mehr. Ach so. Immer diese Altersgrenze. Was soll denn das? Das ist in Hollywood doch auch nicht so. Ich wünsche euch noch, aber noch viel Spaß. Lasst die Biberbrüder nicht tanken und bleibt brav. Ja, die Biberbrüder sind ja doch mehr anders. Das ist der Twitch-Kanal. Die zanke ich nicht. Die sind zu erfolgreich. Und die wohnen, glaube ich, irgendwo im Nirgendwo gerade. Nicht in Deutschland auf jeden Fall. Aber egal. Ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht, Undead Collector. Vielen Dank fürs Mitraiden.
Und ja, genieß den Donnerstag. Lass dich nicht ärgern. Und wenn, ärger einfach zurück. So macht man das. Die Biberbrüder ist auch eine Zeichentrickserie. Das ist richtig. Eine Serie, die ich früher geguckt habe. Sehr lustig eigentlich. Biberbrüder waren in Thailand. Ja, das kann sein. Ist kein Land, was mich so reizt, wenn ich ehrlich bin. Aber ist günstig, da zu leben, tatsächlich. Wusch, Muskelbiber. Yes, ist jemand geboren worden. Wir sind jetzt wieder 5. Hauptsache ein 8-jähriger Biber wohnt alleine. Was ist denn bei dir kaputt? Ich habe ja das Gefühl, dass die Getriebe... Könnten wir das fertig kriegen? Ich habe keine Ahnung. Wasser haben wir erstmal genug. Wir lassen die Forschung nochmal durchlaufen, bis wir 150 haben. Dürfte ja relativ schnell gehen. Und sobald wir 150 haben, kriegt der Förster wieder was zu tun. Geschaltet, der Förster hat was zu tun. Und der wird jetzt Holzfäller. Das ist schön, wie die Professionen immer wechseln. Das ist eine sehr praktische Eigenschaft in dem Spiel, dass die eigentlich die ganze Zeit die Professionen wechseln können. So. Also da wünsche ich mal noch frohes Schaffen und gute Nacht. Das wünsche ich dir auch, Timemaster. Und wie eben schon gesagt, einen wunderschönen Donnerstag und lass dich nicht ärgern. Das ist auch so eine Frage. Eine Leiter zu bauen ist 10 Millionen mal günstiger, als da wirklich einen Weg zu setzen. Also einen Hochweg hier. Räumt denn auch eine Holzscheite jetzt nach rein oder muss ich einen hier dafür rekrutieren? Und der Wassertag ist immer noch nicht fertig. Also jetzt bin ich mir tatsächlich sicher, wir spielen das am Freitag weiter. Und was heißt weiter? Wir fangen Freitag die Karte definitiv nochmal neu an. Und ich bin gespannt, wie das jetzt, wie sich unterscheidet, wenn man von Anfang an mehr Häuser baut. Aber man muss hier so viele Sachen gleichzeitig machen. Ich bin ja froh, dass ich mal genug Nahrung habe. Das ist nicht immer so gewesen.
Ja, okay, drei Biber sind immer noch. Spaß. $700 für Spaß, das ist teuer. Spiritualität 300. Wissen, da sind wir noch weit von weg. Ästhetik 10%. Ja. Rauch. Ach, der ist erwachsen geworden. Wenn wir den Strauch platzieren könnten, würden wir eventuell sogar Dach? Dach platzieren? Boah, das auch noch. So, ich muss nachher auch wieder raus. Viel Erfolg noch mit dem Nachwuchs. Alles klar, Gott geht. Vielen Dank für deinen Raid. Und ja, dann wünsche ich dir auch einen schönen Donnerstag. Hast du schon die Windkrafträder frei? Sind eine gute Alternativenergie in der Dürre statt Biber. Habe ich noch nicht freigeschaltet. So weit bin ich tatsächlich noch gar nicht gekommen, weil die kostet ja 300, ne? 300 ist schon eine Menge Holz. Und damals nicht mal der Witz, dass es auf Holz ist. Vielen Dank für deinen Follow, Opa Tuigelitz. What the heck? Interessanter Name. Vielen Dank für deinen Follow und willkommen bei der Otterbande. Aber Vorsicht mit neuen Häusern, muss die Biber ja auch alle ernähren können. Bringt ja nichts, wenn du die viele Kinder bekommst, kannst du sie aber nicht versorgen. Das ist durchaus richtig, aber noch sollte das mit Nahrung nicht das Problem werden. Vielen Dank auch dir, Alf, für deinen Follow und herzlich willkommen bei der Otterbande. Den Platz, wo Wahnsinn und Spaß sehr nah beieinander liegen. Das Verrückte ist, ich habe das Gefühl, hier passiert gerade gar nichts mehr. Also ich... Warum? Warum? Ich habe ja nichts gemacht. Ich bin ganz nett. Ich sag ihm Hallo, ich sag ihm Tschüss. Also wirklich. Wow! So. Was? Lügenpresse! Never ever! Never ever! Akutenshi, du hast dein Lieblingsbefehl dort noch gar nicht benutzt. Also meine Abschiedsnachricht wurde gekonnt überlesen. Das tut mir leid. Eine Abschiedsnachricht? Ah, ich mache mich auch mal fertig fürs Bett. Aber lass so lange den Stream noch laufen. Dafür vielen, vielen Dank. Auch wenn der Stream nicht mehr ewig lange gehen wird. Der wäre... Naja, du benutzt ihn relativ oft. Das sind zwei Buchstaben. Jetzt müsst ihr natürlich auch mal gucken. Mal gucken. Ihr, apropos Couchgemüse, ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn euer neues Gimmick, was ihr einbauen wollt, auch drin ist. Das müsst ihr angucken. Boy. Ich wollte noch sagen, es muss natürlich jetzt auch das Richtige passieren. Erzähl mal einen Witz. Ja. Ist schon drin. Dann muss ich dran denken, morgen mal reinzuschauen. Ich würde es aber auch so sagen, Freunde der Nacht. Ich meine, dieses Doppelgeflacker, was soll denn das? Zum Abschluss des Streams erzählen wir jetzt noch einen Witz aus dem schönen, schlechte Witzebuch. Morgen gleich Freitag. Nein, also bei mir ist morgen ganz einfach definiert. Morgen ist der Tag, nachdem ich aus dem Bett gestiegen bin. Das heißt, heute. Weil ich noch nicht im Bett war.
Genau. Aber wir streamen erst Freitag. Ich kann doch euren Wort angucken, oder nicht? Habt ihr kein Wort? Sagt mir nicht, dass ihr euren Wort nicht anhabt. GameCube, Wind Waker. Ich suche mir nämlich schon mal jemanden zum Raiden. Aber vorher, Seite 11. Akutenshi hat gefordert, Akutenshi bekommt. Der Hunger kommt beim Zuhören, ist die Überschrift. Ich bin mal gespannt. Oh Gott. Der ist sogar gar nicht so schlecht. Was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Oh nee. Nice. Da ist das andere. Ah. Okay, den kenne ich. Wie nennen Kannibalen einen Rollstuhlfahrer? Na, Trommelwirbel. Essen auf Rädern. Und das letzte. Wie heißen Mediziner unter Kannibalen? Hot Dogs. Also, Hot Dogs. Der ist so auf Scrubs-Niveau. Der ist richtig fies auf Scrubs-Niveau. So, was wird mir denn empfohlen? So schlimm war das jetzt auch, oder? Ein scheiße Live? Nee. Ganz normale Wahnsinn von Mittwoch auf Donnerstag? Ne. Okay. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich habe sogar jemanden, den wir raiden können.